Ein wollig warmes Willkommen zu einem kleinen Let's Test. Let's Test Cooking Witch mit mir, mit Schafen. Cooking Witch ist, ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist neu. Also, ich glaube, vor 2 Tagen, heute ist der 24. Mai, das plapper ich mal raus, vor 2 oder 3 Tagen, erst erschienen. Und wir haben einen Key bekommen und wir haben uns ganz großartig deswegen gefühlt, weil wir ja doch gefühlt noch ein bisschen klein sind. Und wir haben den ersten Key bekommen für Cooking Witch. Und das total gerechte Losverfahren hat entschieden, dass ich es spielen darf. Und wir fangen auch gleich an. Es ist blind, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich gucke mal in die Optionen. Musik ist an, Special Effekte sind an, Ultra, das kann das Gerät. Hier die Credits, wichtige Menschen, die mitgearbeitet haben. Und wir starten. So, was muss ich machen? Move, is the game running slow? Move, click mouse to catch, drop in the cauldron, collect meat. Oh Gott, ich muss Kinder backen? Geil, alles klar. Hui! Wusch. Time, start. Wie sammle ich denn die? Ach so. Was muss ich hier machen? Okay, da kommen Herzen raus. Ah, wahrscheinlich muss ich diese Dinge sammeln. Aha. Falls jemand von euch das Spiel schon kennt und beherrscht und richtig gut kann, dann, cool. Dann teilt mir das doch mal gerne mit. Natürlich wollen die nicht, dass ich ihre Kinder nehme und fresse, esse, zu einem besseren Leben verhelfe, indem ich sie in den großen, völlig unauffällig riesigen, wie heißt das auf Deutsch, Kessel werfe hier. Kann ich ja gar nicht verstehen. Ich meine, da sollte man doch froh sein, wenn man so ein plärrendes Blach los ist, oder nicht? Ich habe überhaupt nichts gegen Kinder. Nichts. Also, wie sagt man dann immer so platt? Nichts Wirksames. Ich finde das hier sogar eigentlich ganz... Oh, ich bin gestorben. Ganz angenehm. Dass das so nicht ganz korrekt ist. Ich habe 3 Kinder gekocht und ein Daddy... Nein, kein Daddy ausgenockt. Ich kriege 2 Sterne. Do a fatal kid drop. Hui, wow. Hier sind Leute richtig gut. Wow. Ich möchte den Score, glaube ich, nicht submitten. Wenn der wirklich 4 ist, dann... Da geht noch was. Was muss ich drücken? Da muss ich drücken. Nein, das interessiert mich gar nicht. Replay. Get more health. Ja, komm, Replay. Ach, ich habe mir keinen Timer gestellt. Wir werden das jetzt unendlich lange spielen. So, also, ach, ein dickes Kind gibt natürlich mehr als so ein dürres Kind in grün. Das gibt Sterne und so ein trauriges blaues Kind bringt eigentlich so gut wie gar nichts. Das heißt, das ist auch gemein, oder? Wir gehen auf die dicken gelben Kinder. Hui! Dicke gelbe Kinder. Das da. Hossa. Oh, das ist schwerer. Da fliege ich langsamer, ne? Kriege ich aber mehr für. Ist natürlich gut. Muss ich das eigentlich einsammeln? Offenbar. So, weiter geht's. Hier ist noch ein dickes gelbes Kind. Komm, wir nehmen gleich die dicken gelben Kinder. Ja. Hier nicht so mit so Pillepalle-Zeug aufhalten. Wenn wir hier Kinder vernaschen, das klingt falsch. Dann muss es auch richtig sein. Da muss ich ja was rausgeben. Ich habe irgendwas Rotes leuchtet ungut. Da oben. Wofür steht denn das? Kann ich hier nicht... Ach, ich kann gar nicht nochmal gucken. Ist das vielleicht... Ich weiß auch nicht, was das ist. Es blinkt jedenfalls. So. Hui. So. Was hier? Herzchen? Meat, Sternchen. Alles klar. Wusch. Nehmen wir wieder so ein dickes Kind. Das ist gemein. Das ist sehr politisch unkorrekt. Oh, nein, ich hab's fallen lassen. Oh nein. Komm her, du dicke... Oh. Die Musik ist der Hit. Sterben die, wenn ich die fallen lasse? Ah, es tut mir aber leid. Hui. Lässt du mich wohl in Ruhe? Komm mal her. Komm mal her. Ja, komm mal her.
Hier, komm mal her. Hier, komm mal her. Ich habe keine Ahnung, wofür diese Dinger da oben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier irgendwas kann. Ach, ich habe auch sowas wie Aufgaben, ja? Vielleicht sollte ich die mal machen und nicht einfach dicke Kinder sammeln. Kann ich hier irgendwie Zeit verlängern? Zip. Das läuft gut. Huss, da kommt noch so ein Fahrteam. Das ist gar nicht so ungefährlich, wie ihr hier mit den Schusswaffen rumhantiert. Wir sind nicht in den USA, also wirklich. So, hier, da. Oh, Zeit vorbei. Muss ich irgendwo hin? Ich habe ein Kind fatal droppen lassen. Ah, tatsächlich, ich hätte 3 grüne Kinder kochen müssen, aber ich kriege einen Stern dafür. Knock out the Daddy. Aber wie? Kriege ich jetzt ein neues Level oder so? Oder gibt es nur ein Level? Upgrade available in the shop. Oh, kriege ich einen besseren Besen? Ja, next. So, new high score. Ja, 16 Chicken Wings. When the kid meter is full, the dad will arrive to hunt you. Ah, das bedeutet das. Das sind gar keine Flaschen. Stop kids before they reach the bell. Ah, okay. Ich lerne. Meat score. Kann ich einfach nochmal Replay machen. Ich habe keine Ahnung, ob es hier verschiedene sowas wie Level gibt. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich das Spiel beende, um dann so viele... Ah, ich soll ja grüne Kinder kochen, nicht blaue Kinder. Ach, verdammt. Ja, Farben, grün, oben, unten, links, rechts. Nein, ich muss die Kinder stoppen, bevor sie da die blöde... Wie soll ich das machen? Das finde ich ein bisschen doof, dass man die Sachen hier einsammeln muss. Da habe ich ja gar keine Zeit für. Kann ich irgendwas anderes noch? Nö. Ich kann die Maus benutzen, um zu steuern. Mehr kann ich auch gar nicht. Muss ich das echt einsammeln? Upsala. Oh, ouch. Ouch, ouch, ouch. Kommt blaues Kind hier. Ach so, es gibt maximal 3 Daddies. Aha, nee. Ich weiß nicht, verstehe ich hier nicht. Das klingt so negativ, wenn ich sage, verstehe ich nicht. Lass mich. Ich will doch nur, weißt du... Menschen und auch Hexen haben so Bedürfnisse. Dazu gehören eben komische Bedürfnisse wie Kinder verspeisen. Aber das ist ja jetzt nicht per se schlecht. Das ist ja auch im Sinne der Überbevölkerung vielleicht ganz umsichtig. In einem sehr loyalen Sinne der Menschheit und der Welt gegenüber. Vielleicht ist das sogar ganz selbstlos, ganz und gar. Nicht nur selbstlos, sondern also geradezu im Sinne von Mutter Natur. Ich sollte öfter die mal fallen lassen, das ist witzig. Oh, bin ich gestorben. Ich habe 1 von 3 grün, weiß ich nicht gerade, blau, grün, blau, was auch immer. Es sind immer andere Aufgaben, aber ich weiß ja gar nicht welche. Ah, es war schlecht. Drop a kid on the dead to knock him. Ah, ich kann die Kinder als Waffen benutzen. Und dann kann ich den Vater in den Oh, cool. Ja, machen wir das doch mal. So. Ach, und Sterne sind natürlich Time. Alles klar. Ja, ich lerne ja Stück für Stück so. Wusch. Ich fliege hier mal ein Stück lang, um zu gucken, was hier noch so ist. Ist hier vielleicht noch ein zweiter? Nein, hier ist gar nichts. Ich hatte gerade mich auch gefragt, ob die mich vielleicht nicht bemerken, wenn ich so von hinten komme. Warum habe ich das jetzt fallen lassen? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Das ist gut. Das ist zugegeben eine Standardaussage, die nicht immer zutrifft. Eigentlich so gut wie nie, weil irgendwas werde ich schon gemacht haben. Wer sich das antut und dieses Spiel selber spielt, der wird feststellen, dass es wie sage ich das jetzt? Ganz besonders ist. Also so wie das Äquivalent zu einer wunderschönen Schneeflocke vielleicht. Nur eben in Spielform. Die haben noch nicht hier noch keinen Vater, ne? Was ist hier los?
Ich hätte gerne mehr grüne Kinder. Huch, da, du, komm her. Na komm. Nein. Ah! Die sind schnell. Ah, okay. Die Musik ist echt geil. Das kennt man. Ich weiß nur nicht, woher es ist. Ping würde es jetzt wahrscheinlich wissen. Der kennt sich mit sowas aus. Gab es da nicht auch mal so eine komische Tierolympiade, die das hatte? So, jetzt mal gucken. Nein. Ha. Jetzt gehen wir hier Papa kochen. Das ist auch grausam. Huch, da ist ja... Autsch, bin ich reingeflogen. Das war doof. Hier, Health. Ah, die Väter geben auch was. Das ist aber gut. So, zip, zip. Na, kommst du? Dudeldu. Jawohl. Ich glaube, das wird ein guter Lauf hier. Ich habe ein gutes Gefühl. Oh, diese epische Musik, die unterstreicht ja nochmal die heldenhaften Taten. Glitch. Wow. Die Steuerung ist intuitiv, nahezu leichtfüßig kommt sie daher. Also, getroffen. Komm mit. So, den schmeißen wir da rein. Das gibt jetzt hoffentlich ein bisschen Zeit auch. Ja, sehr gut. Dickes Kind und Fletsch. Und da läuten die Glocken. Ich brauche eigentlich Zeit. Oh je. Nee, das wird knapp. Das wird knapp. Das wird... Ah! Knapp. So knapp. Aber noch ein paar Minuten gewonnen. Oder Stunden. Oder... I don't know. Komm her. Ah, nein. Komm, du blaues Kind. Ist mir auch egal, welche Farbe die haben, ne? Blau, grün, gelb. Ich nehme da, was kommt. Ich habe da keine Vorurteile. Ich bin da nicht farbrassistisch. Ups. Aber ein bisschen ungeschickt, da in den Vater reinzufliegen. Aber wir haben den Vater umgenockt. Da kriegt man auch Errungenschaften, ist das Wort? Errungenschaften für. Drei rote Kinder hätten wir noch machen können. Und also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich sehe da... Hier Mikhailovic und Blöman und Little Caesars und wie die alle heißen. Die sollten sich warm anziehen, ne? 18. Das krass. Ach so, die Distanz von meinem Nipsi hier macht die Geschwindigkeit. Meta, you will attract another dead. Okay, eine Runde noch. Zum Abgewöhnen vielleicht. Upgrades. Kann man denn hier... Was für Upgrades eigentlich? Weiß ich auch nicht. Ich meine, hab ich abgegradet? So, wusch. Okay, so ist langsam, so ist schnell. Jetzt bimmelt natürlich das blaue Kind. Das war richtig doof. Das war ganz ungeschickt von mir. Egal. So. Also ich werde aus diesem Spiel gehen mit dem Gefühl, so richtig gut was geschafft zu haben heute. Also, so mein Leben im Griff. Ich muss mir um nichts Gedanken machen. Wahrscheinlich ist es völlig normal, dass man so eine seltsame Hexe spielt, die in einem riesengroßen, überdimensionalen Kessel Kinder kocht. Das ist nichts, worüber man sich Sorgen machen sollte, hat auch mein Therapeut gesagt. So, hier. Zip. Wusch. Ich finde es ja wirklich schöner, ich müsste die Sachen nicht noch einsammeln. Aber gut. Vielleicht auch ein bisschen frech. Ich weiß auch gar nicht, ist das, dass jetzt eine Open Beta ist oder ob das Spiel so tatsächlich raus darf in die Welt. Es ist jedenfalls bei Steam zu bekommen. Es werden alle wichtigen Informationen natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist völlig klar. Puh, da war ich verloren im Kessel. Na, kann passieren, ne? Wenn man von seiner eigenen Kochkreation so begeistert ist, dass man sich da einfach reinsetzen möchte. Passiert mir oft, vor allem wenn andere kochen. So.
kann ich an dieser Stelle ja mal frecherweise behaupten, beziehungsweise die Wahrheit sagen, unser Fuchsen kocht ganz hervorragend. Der macht das aber nicht so mit dem Hexenbesen und irgendwelchen komischen Kindern. Jedenfalls ist es mir noch nicht aufgefallen. Weil das Fleisch ist immer schon da. Ich habe ihn noch nie... Vielleicht muss ich da nochmal gucken. So, ihr Kinder. Kommen da eigentlich immer welche nach, oder? Oh Gott. Kommen die nach, oder kann ich die irgendwann alle mal sozusagen aufsammeln? Ich wollte gern so ein grünes. Wo sind denn eigentlich die Väter? Morgen ist ja auch Vatertag. Beziehungsweise, wenn dieses Video rauskommt und ich es geschafft habe, es so zeitig rauszubringen. Ach, da ist er. Oh, hallo. Dann ist Vatertag, das passt hervorragend. Oh, da macht der Hahn Kikeriki. Achtung. Darf ich jetzt eigentlich... Wow. Na komm. Oh ne, es endet dann tatsächlich. Schade, schade. Gucke Daddy, das haben wir in dieser Runde nicht geschafft. Aber wir hatten vorher schon mal einen. Oh, ein neuer, was auch immer. So, alles klar. Dann gucken wir jetzt mal in den Shop, weil wir ja neue Sachen, 19 neue Sachen bekommen haben. Ich beende auch meine Sätze nicht. Ich unterbreche die einfach und spreche im nächsten nicht. Ich hätte vielleicht die Tasse Kaffee vor dieser Aufnahme nicht trinken sollen. Oder das Spiel ist einfach zu süß und zu zuckerig und zu bunt. Dass man da spontane, weiß ich auch nicht, Zustände bekommt. Event started. Complete on the meat board and win Steam Games. Okay. Wo ist denn... Hier ist ja Start. Hier ist Options, Credits, das hatten wir schon. Wo ist denn der Shop? Hier war doch kein Shop, oder? Den Shop übersehen. Fleisch ist Upgrades. Click, Drug, Collect, Collect Meat, ja. Das hat sich mir noch nicht so in der Tiefe erschlossen, wie es sich vielleicht erschließen könnte. Vielleicht habe ich aber auch was im Spiel selbst übersehen. Wir machen noch eine Runde und dann ist vielleicht auch gut. Das ist ein schöner Cliffhanger. Ihr merkt, die Story, die packt einen, die lässt einen nicht mehr los. Dieses Spiel hat alles, was man braucht. Tiefe Charakter, Charakterentwicklung, unglaubliche Dimension menschlichen Lebens und nachvollziehbarer menschlicher Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mich hier absolut wiederfinden in diesem Spiel, vor allem in diesem hellen Geblubber des Kessels. So, ein Shop gibt es hier ja gar nicht. Hier waren wir ja vorhin auch schon mal. Zip, zip. Hex, Hex, Sabrina, spring, los, Amadeus. Nee, wie geht das? Bibi Blocksberg war ja nie so meins, muss ich ja gestehen. Also, Bibi und Tina fand ich gut. Weil ich nur immer noch dachte, ich werde ein Pferdemädchen, aber daraus wurde leider nichts. Vielleicht auch gut so. Aber nur Bibi Blocksberg an sich, ich fand die immer so ätzend. Aber ich mochte auch Benjamin Blümchen nicht, der war eigentlich noch schlimmer. Oh, ich bin der Benjamin. Und irgendwie kriegt der nichts hin und oh, ätzend. So, und ja, und Bibi Blocksberg, weiß ich nicht. Die hat ja immer so ein Nachthemd an. Das habe ich nicht verstanden. Warum die so ein Nachthemd an hat, so ein grünes. Naja. Unangenehme Person. So, aber wir sind eine ordentliche Hexe. Bibi würde ja niemals Kinder braten oder in so einen Kessel werfen. Jedenfalls in keiner der Folgen ist davon was bekannt, glaube ich. Wobei ich sie ja nicht so gut kenne, wie ich sie kenne. Wenn ihr es wisst, ob Bibi Blocksberg in irgendeiner Folge anfängt, wie von der Tarantel gestochen durch die Gegend zu fliegen und Kinder in einen Kessel zu werfen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir das mitteilt. Gerne mit Folgentitel oder Folgennummer oder, weiß ich nicht, YouTube-Link, keine Ahnung. Das würde mich interessieren. So, ich habe 11 Fleischbrocken. Kann ich eigentlich, passiert hier oben noch was? Nee. Ja, aber einen Shop gibt es hier ja gar nicht, ne? Verstehe das noch nicht so ganz. Di-di-di. Ich verstehe auch nicht, wie die Leute da zehntausende Punkte machen können. Das ist ja irre. Höchster Respekt. Komm mal mit. Di-di-di-di-di-di-di-di. Ja, so.
Ach, ich kann die auch ein bisschen jagen, ne? Dann können die ja näher zu mir rankommen. Ach nee, der rennt ja wieder weg dann. Und das gar nichts. Vielleicht ist es auch viel sinnvoller, die da einfach alle reinzuwerfen und danach das Gedöns zu sammeln. Na, komm her, du. Na, komm her. Oh, da ist noch ein Papa. Nicht getroffen. Mist, Mist, Mist. Mist, Mist, Mist. Ah, wir vergeuden wichtige Zeit. Oh nein, komm hier. Komm du. Dich nehme ich noch mit. Mist. Schnell genug. Ach, guck mal, 10 Kinder. Und 25 Fleisch gegessen. Läuft doch. So. Das war ein kleiner Ausflug. Ein Let's Test, ein angespielt, ein angezockt. Nennt es, wie ihr wollt. Wir haben ein, ich weiß nicht, ich vermute, es sei ein Besen freigeschaltet. Wenn ihr selber Lust habt auf Cooking Witch, dann wisst ihr jetzt, worauf ihr euch einlassen könnt, wenn ihr wollt. Dieses Spiel bekommt auf jeden Fall 3 von 5 möglichen Fleischkeulen von mir, weil es Kinder diskriminiert aufgrund ihres Körpergewichts und sehr bunt ist. Wenn ihr Spaß hattet, freue ich mich über Kommentare, Daumen, Glocke klicken, Abo-Button klicken oder ihr guckt woanders bei uns rein. Ja, und ich sage einfach mal Tschüss.